Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Mein Name ist Sadiq und wir sind hier heute in der Ar-Rahman-Moschee in Hilden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Fasten annehmen, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Gebete annehmen, unsere Sadaqat, unsere Almosen annehmen und all unsere guten Taten annehmen und uns unsere Sünden vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dieses Jahr, meine lieben Geschwister, den schönsten Ramadan unseres Lebens haben und sein lassen und uns eine schöne Zeit schenken. Eine Zeit, in der wir Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen. Denn Allah hat diese besondere Zeit für uns erschaffen, weil er uns liebt. Er hat diesen besonderen Monat und in diesem besonderen Monat wieder eine besondere Nacht erschaffen, damit wir die Möglichkeit haben, in uns zu kehren und viel Hasanat, viel Belohnung zu bekommen von Allah, dem Erhabenen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala all unsere Bittgebete erhören und sie für uns erfüllen. Ramadan, wie war dein Start in den Ramadan? Ramadan, am Anfang, wissen wir, ist bei vielen immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe es so verglichen wie mit einer Reise in ein Urlaubsland. Wenn wir die Koffer packen, schnell zum Flughafen, vielleicht noch einen Nachtflug, dann sitzt du da 3-4 Stunden im Flieger und dann wieder Passkontrolle, Transfer zum Hotel oder du fährst mit dem Auto in den Urlaub, diese ganze Fahrt, alles anstrengend, nicht wahr? Aber dann kommst du an und machst am nächsten Tag die Fenster auf und siehst diese Sonne, das blaue Meer, der Pool, das Buffet, die Familie. Schön, nicht wahr? Genauso ist es mit Ramadan, meine lieber Bruder, meine liebe Schwester. Die ersten paar Tage und dann bist du drin. Und dann kommt die Frage, was macht für dich den Ramadan zum schönsten Ramadan deines Lebens? Wir haben viele Geschwister gefragt und viele haben uns berichtet, dass sie etwas fühlen, dass das Gefühl eine Rolle spielt für den schönsten Ramadan. Viele haben gesagt, das Tarawih-Gebet. Andere haben gesagt, der gemeinsame Iftar. Für andere war es so die Gelegenheit, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Und für eine Schwester, die uns geschrieben hat, die hat gesagt, dass sie sich vorgenommen hat, in diesem Ramadan viele gute, verbesserte Charaktereigenschaften sich aneignen zu wollen und dass es für sie wichtig ist, dass sie die auch über den Ramadan hinaus dann behalten möchte. Was ist dein Ziel dieses Jahr? Was macht deinen Ramadan zum schönsten Ramadan deines Lebens? Sind es die Bittgebete? Sind es das Koranlesen? Ist es nur das Essen und Trinken? Frag dich selber, lieber Bruder, liebe Schwester, und dann denk mal darüber nach, wann wissen wir eigentlich, wann etwas am schönsten war? Immer im Nachhinein. Wir wissen oder spüren, ob ein Urlaub schön war, im Nachhinein. Wenn wir zu Hause sind und uns die Bilder vom Urlaub anschauen, dann sagen wir, boah, war das ein schöner Urlaub. Und genau so werden wir, inshallah, Yawm al-Qiyamah mit diesem schönsten Ramadan ins Paradies eintreten. Und wenn es dann dieser Ramadan war, mit dem wir ins Paradies durch das Tor Rayyan ins Paradies eingetreten sind, dann wissen wir, das war der schönste Ramadan meines Lebens. Wie kommen wir dahin? Das gibt's im nächsten Video, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.